It was the year 2018, when the world looked to the heavens and watched as a giant comet bore down on our planet. We were the first ones on the scene, the 14th platoon. I know, I was there. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Anomaly Warzone Earth. Das Spiel von 11-Bit Studios, auch die gleichen, die zum Beispiel This War of Mine gemacht haben. Und das Ganze ist ein umgekehrtes Tower Defense Spiel, auch schon etwas älter, ich glaube von 2011 oder so. Haben wir gedacht, es war gerade im Angebot für ein paar Euro das ganze Bundle. Warum eigentlich nicht? Und umgekehrt Tower Defense heißt, wir sind diesmal nicht diejenigen, die die Türme hinstellen, um Horden von Aliens oder sonstiges zu abzuschlachten, welche sich den Weg zu einem bestimmten Punkt bahnen, sondern wir sind diejenigen, die uns zu einem bestimmten Punkt durchkämpfen müssen. Aber im Gegensatz zu manch anderem Spiel haben wir den Vorteil, dass wir selber noch ein paar Spezialfähigkeiten haben. Und was geht es in dem ganzen Spiel an sich noch? Es geht darum, grob gesagt, Aliens greifen die Erde an. Stützpunkte sollen es da oder sowas, nennen sie einfach nur, also die Menschen, Anomalien. Und die müssen wir auskundschaften und zerstören. Das Ganze in einer Handvoll Missionen, ich weiß nicht, ich glaube es waren, das überlege ich gerade, 11 oder 16 Stück. Das Ganze werde ich auch so aufgeteilt machen, missionsweise, deswegen werden die Folgen mal länger, mal kürzer sein. Aber es ist zu viel gespart für den Anfang. Wir fangen mal an mit dem Story-Modus. Ich habe es auf Deutsch mal eingestellt. Ich hoffe auch, das Spiel hat's verstanden. So. Mission 1. Ah, haben wir es doch. Die Anomalie. Mission 1. Rang nichts von nichts. Briefing. Die Anomalie. Vor 2 Wochen wurden die Städte Bagdad und Tokio von riesigen und noch unidentifizierten Kuppeln überspannt und von der Außenwelt abgeschnitten. Bisher Radarscans sind ergebnislos geblieben. Wir müssen einen näheren Blick auf diese Anomalie werfen und herausfinden, was sich unter ihnen verbirgt. Das 14. Platoon, diese Ehre gebührt ihnen. Abmarsch. Kann ich rauszoomen? Kann ich nicht, okay. Dann machen wir doch mal Mission Nummer 1. Casual, machen wir mal. Aber mal fortgeschritten, komm. Möchte ich mal ausprobieren. Wie weit wir hier eine Chance haben. Streets are deserted. Nothing but dirt for company. Right behind you, Chopper 7. Let's head home. First drinks on me, Sergeant. It was the year 2018, when the world looked towards the heavens and watched as a giant comet bore down on our planet. As it drew nearer, we began to see it for what it really was. Debris from a giant alien spacecraft. It entered our atmosphere, fracturing into 2 pieces, and plummeted to the ground. Within minutes, the fragments had become encased in giant domes the scientists called the anomalies. We were the first ones on the scene, 14th platoon. I know, I was there. This damn probe's not working. I can't see squat. We've got to get under that dome and find out what the hell this thing is. Let's show them why 14th Platoon's the pride of our great military machine. That's your target, people. Where the dome's at its weakest. If we're gonna come out of this thing with a pulse, we're gonna have to think strategically. Use tactical view to plot your platoon through. Okay, wir müssen unsere Route also selber planen, wo wir laufen wollen. Okay. The party starts as soon as we touch down. Use your map to follow the route to the objective. Alles klar. Your tactical view lets you select intersections and change your direction. Locate the intersection I've marked on the map. Click on it to turn right. Okay, der ist ganz schön hier. Next, plan your route so it leads you straight to the anomaly. Okay, ja, mach ich. So vielleicht.
Und so vielleicht. Und so vielleicht. Okay. Aber mit links bewege ich mich. Ah, okay, verstanden, verstanden. Dann wird wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu reden. Alter Witzke, okay, mit links bewege ich mich dahin. Und dann müssen die Leute, meine Truppen eigentlich kommen. Ich Intel says there are cracks running along the dome surface. Could be our way in. Our primary objective is to get under that dome. Stay close to your troops during combat, or you'll end up toast like Garrus's platoon in Desert Storm. Okay, das habe ich schon lange nicht mehr angeschaut, muss ich sagen. Aber was ich mich komisch finde, ist, wir haben hier. This is Air Force 7. Got a visual on an unidentified object inbound. Hear that? Something's coming. Das finde ich schon mal nicht so. Go weapons hot. You are clear to engage. That dome's firing some kind of lightning bolts. Take evasive action. That lightning's gonna fry us. Bravo team, get the hell out of the way now. Okay, heißt es wahrscheinlich nicht so. Clear. Move out. Use tactical view to change your route, or you'll walk right into those lightning bolts. Okay. Live, people. That lightning's everywhere. Okay, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Mein Gott, hey, danke schön, dass du mir so viel erklärst, aber heute Witzka. Okay, wir müssen also jetzt, sagst du mir, die Route umändern, weil wir haben das Problem, da hat der Gegner uns eine kleine Blockade hingestellt, was natürlich nicht so gut ist. Und ich würde mal sagen, wenn man da reingehen würde in der Theorie, dann wird es uns da ganz schön zerbrezeln. Was ich eigentlich sagen wollte ist, warum wir als einziger Mann hier durch die Gegend laufen. Ah! Wenn wir doch, okay, danke für dieses Thema, wenn wir doch eigentlich auch in ein Fahrzeug rein könnten, das wäre doch wesentlich einfacher für uns. Ja, und nicht mehr, au, au, das ist nicht so gut. Mit Offensiven ist nicht gut, gefällt mir nicht, nein, gefällt mir ganz gar nicht. Time to get patched up, 14. Mhm. Think I've just got the thing. Stand fast, Platoon. Time for a heads up on how the combat suit works. Okay, wir haben ja einen Kampfanzug, genau. Go ahead and open the combat suit menu. Ich kann jetzt alles nur mit der Maus machen, das ist natürlich praktisch. Reparieren, okay. Dankeschön, dass du es mir jetzt sagst, wenn ich schon angewandt habe. Hallo? Ich habe doch genau... Achso, ich muss hier rechts gehen. Ah. Okay, habe verstanden. Da, wo ich mit rechts draufklicke, werden sie auch im Spiel gemacht. Ja, okay. Ja, Premier ist natürlich, ist klar. So, und hier kann ich immer wieder was machen. Okay, du kannst Fähigkeit anzeigen, Spiel bewegen, indem du rechts machst. Ah, rechts gedrückt halten und ich kann es irgendwo machen, damit das Spiel auch mal anhält. Okay, gut, verstanden, verstanden. Dankeschön. Na, jetzt müssen wir unten rumlaufen. Na, danke auch fürs Gespräch. Das ist natürlich nicht die feine englische Art. Oh. Moment, Moment, Moment. So, gefällt mir doch wesentlich besser das Ganze. Ja, ich glaube, in der Mitte sollte ich nicht reinrennen. Oh, komm schon, ernsthaft. Ernsthaft. Dann machen wir das Ganze hier halt so rüber. So rüber. Einheit 3. Heilen, bitteschön. Ich möchte niemanden in meinem Squad verlieren, nicht wie heute und die hier. Ja, gib mir mal ein bisschen Unterstützung. Oh ja, lieben gern, das nehme ich doch an, das nehme ich an. Jede Menge Reparaturen, die kann ich mehr als gut gebrauchen. Und eins möchte ich mal sagen, schaut euch mal die Größenverhältnisse ein bisschen an. Also ich weiß nicht, die Häuser schauen irgendwie so ein bisschen klein aus im Gegensatz zu mir. Ich bin irgendwie groß, ich bin, wie viel groß eigentlich so ein Roboter sein sollte. Okay, oh, Hilfe! So, hier aufheilen. Alles gut, alles gut. Bin ich froh, dass ich unten rumgelaufen bin. Ja, Moment. Haben wir ja gleich. Mist. So, nochmal hier runter. Das macht das Leben um einiges einfacher, wenn man bloß die Maussteuerung nutzen muss und nicht irgendwie... Ja, warum nicht? Mehr Supplies, danke schön, her damit.
Ja, damit, yippie! Yippie, yippie! So viele Reparaturen hier. Ich da mal reinschießen könnte, wäre es cool. Na ja, gut, was soll's, was soll's. Ja, Rede Armee ohne Verluste, okay. Wow, das sind ziemlich viele Einschläge hier. Richtig viele Einschläge. Bin ich froh, dass ich... Ja, Hilfe! Dass ich gerade noch so alles gemacht habe. Rechts, 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 rechts. Rip, so rum. Gerade noch so. Hey, hey. Nach unten muss ich immer scoren. Okay. Ja, wo ist Unterstützung? Mache ich zum Glück schon. Ich habe gewusst, den längsten Weg muss ich so oder so nehmen. Da bleibt mir ja fast nichts anderes übrig. Das sind ein paar leichte Einschläge, da brauchen wir nichts reparieren. Okay, vergiss es. Vergiss es, das wird schon. Wir sind so gut wie da, da kann nichts mehr schief gehen. Und wir haben noch 5 Heileinheiten. Wow, das ist viel. Das ist richtig viel. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Natürlich, jetzt kommen sie noch mit einigen Sachen daher. Nicht mit uns. Ah, rein in die Anomalie. Keiner weiß, was da drin ist. Ja, jetzt ist die zu. Es kommt keiner mehr rein und raus. Das war nicht so gut. Schön, dass wir nicht reingegangen sind. Wow, okay. Okay. Ich meine, warum nicht? Effizienz und Genauigkeit auf Gold. Neuer Highscore erreicht. Dankeschön, beide Medaillen bekommen. Nicht schlecht. Online-Rang 59.502 von 278.900. Wow. Warum hab ich zu viel Reparatur verwendet? Ich weiß es nicht. Ich glaube, selbst wäre einfach nicht nötig gewesen. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Aber was soll's, ich akzeptiere es mal so. Hoho. Okay, das ist mal was komplett Neues. Aber an der Stelle kommt der Cut. Wie gesagt, wir machen Mission für Mission, auch wenn es mal länger oder kürzer wird. Mache ich vielleicht mal ein paar Folgen mehr raus, aber okay. Deswegen, hier der kleine Cut. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein könntet. Macht es gut und wie immer, tschüss.